zeige jetzt, wie eine Häkelblume gearbeitet wird, die man zum Beispiel zur Verzierung des Ponchos benutzen kann. Als erstes lege ich den Faden in einer Schlinge und ziehe dann das linke Ende durch. Das ziehe ich dann fest. Ich bin übrigens Linkshänderin und darum arbeite ich in der linken Hand. Aber für Rechtshänder, das Prinzip bleibt dasselbe. Man kann sich das einfach umgekehrt vorstellen. Ich habe die Nadel in der Schlaufe und nehme den Faden durch. Das mache ich noch viermal, bis ich das insgesamt fünfmal gemacht habe. Und jetzt schaue ich, wo meine erste Masche war. Ich steche wieder durch diese Masche. Jetzt habe ich beide auf der Nadel und ziehe den Faden durch beide auf einmal. Jetzt habe ich einen Kreis gearbeitet. Als nächstes arbeite ich jetzt feste Maschen um diesen Kreis herum. Was ich dabei mache, ist diesen Anfangsfaden einfach mithalten. Dann kann ich zum Schluss den Kreis kleiner oder größer machen. Eine feste Masche, dazu steche ich in das Loch rein, nehme den Faden, habe wieder zwei Schlaufen und nehme wieder den Faden durch beide. Das mache ich jetzt 10 oder 12 Mal, je nachdem wie viele Blüten ich meine Blume haben soll. Ich brauche für jede Blüte 2 feste Maschen. Ich bin jetzt bei 4. Ziehe diesen Faden, führe ich immer weiter mit. 5, jetzt mache ich es mal ein bisschen schneller. 2. Jetzt bin ich ungefähr wieder da, wo ich angefangen habe und suche, hier sehe ich ja die einzelnen Maschen, suche die erste und steche mit der Häkelnadel durch und ziehe den Faden wieder durch beide Maschen. Somit ist meine Runde abgeschlossen. Dieser Anfangsfaden, mit dem kann ich die Blume kleiner oder größer machen, wenn ich den Faden anziehe. Ich habe also jetzt hier 10 Maschen und ich arbeite jetzt abwechselnd in jede Masche entweder eine Blüte oder dann eben nichts, damit die Blüte abgegrenzt ist. Also ich fange an mit einem halben Stäbchen, dazu nehme ich den Faden um die Nadel, steche durch. Jetzt habe ich 3 und steche dann nochmal oder nehme den Faden nochmal und ziehe den Faden durch alle 3 Maschen. Jetzt mache ich fast dasselbe nochmal, wieder mit dem Faden, wieder durchstechen, aber dieses nächste Stäbchen soll etwas länger werden und darum mache ich noch eine Zwischenstufe, nehme den Faden durch nur 2 und dann nochmal. Das mache ich jetzt noch ein zweites Mal, dieses lange Stäbchen oder das heißt ganzes Stäbchen. Und mache jetzt wieder ein halbes Stäbchen, wo ich den einen Schritt auslasse und den Faden einfach durch alle 3. So ist die erste Blüte fertig geworden, das erste Blütenblatt meine ich. Die nächste Masche ziehe ich jetzt einfach wieder den Faden durch. Jetzt suche ich eine Masche. Da wird jetzt wieder eine Blüte gearbeitet mit dem halben Stäbchen. Ganzes Stäbchen. Nochmal ein ganzes Stäbchen. Und wieder ein halbes Stäbchen.
Jetzt habe ich meine 5 Blüten und schließe ab. Und eine Masche übel, schließe ab, indem ich wieder diese Kettmasche mache, den Faden abschneide und ganz durchziehe. Fertig ist die Blume.